Servus die Malen und grüß euch die Buben. Und wie ihr seht, heute mal komplett in Real 3. Natürlich auch mit dem Rucksack. Und ich habe jetzt eine kleine Regenpause genützt. Hat heute den ganzen Tag geregnet. Hatte Vormittag noch etwas zu arbeiten daheim. Und werde mich jetzt etwas auf einen Overnighter, auf meinen Steinbruch begeben. Wir haben im Augenblick 16.30 Uhr. Also ich muss mich sputen, um 18 Uhr wird es finster und ja, habe eigentlich alles dabei zum gut gehen lassen und jetzt gehen wir es einmal an. Ja, kann schon passieren, dass wir in den Nebel hineinkommen. Hier fängt die Nebelschicht schon an, naja, schauen wir. Ja, endlich herum. Ja, war ich auch schon länger nicht herum. Herrlich wieder. Immer wieder herrlich. Ja, auf alle Fälle bin ich alleine hier. Das gefällt mir natürlich. Und schätzen wir tief, werde ich mir hier hinten das Plätzchen wieder einrichten. Da war ich auch schon einmal. Ja, das schaut gut aus. Da bin ich auch gleich bei der Feuerstelle. Ja, ich würde sagen, ich richte mal alles her. Denn es ist im Augenblick schon 17 Uhr. Das heißt, ich habe noch eine Stunde Zeit. Und dann wird es finster. Also, packen wir es einmal. Ja, mein Lager steht soweit. Schaut ganz gut aus, war auch relativ rasch fertig, genau jetzt 17.30 Uhr und jetzt schaue ich noch, ob ich trockenes Holz finde für ein kleines Lagerfeuer. Na, schauen wir mal. Ja, Freunde, leider nicht sehr vom Glück getroffen, hier ist alles klitschnass. Ja, es hat schon gestern in der Nacht angefangen zum Regnen, es regnet schon den ganzen Tag durch. Wo man hinkommt, raschelt es. Es liegen auch keine Äste hier unten. Also, ich werde den Drang hier nehmen. Egal. Ja, kurz vor 18 Uhr, die Sonne geht jetzt unter. Ja, und ich werde mir jetzt einmal was zu essen machen. Und was gibt es heute? Ich habe jetzt einen fixfertigen Langkornreis dabei, den mache ich mir warm und da kommen zwei Dosen Fisch hinein und das sollte für heute reichen und nachher gibt es noch ein Käffchen und diesmal wieder mal aus der Bialetti. Reis ein bisschen durchkneten, hinein und fertig. So. Zwei Dosen dabei. Ja, ich würde sagen, das Pfändchen ist einmal fertig. Ja, in dem Sinne, Freunde, wünsche ich einmal Mahlzeit. Kosten wir mal. Kann man essen, mundet. Ja, ich bin schon gespannt auf die Nacht. Es wird so an die 5, 6 Grad haben. Vielleicht auch wärmer. Und ich habe heute einen Sommerschlafsack dabei. Und habe mir da ein bisschen was anderes gebastelt. Das zeige ich euch dann noch nachher. Mal schauen, ob mir das reicht. Ich habe auch noch einen Pullover-Sicherheitshalber mit. Und ja, schauen wir. Ja, ich werde jetzt mal in Ruhe essen und dann schalte ich euch wieder dazu. Ja, Freunde, das Pfännchen war lecker. Und jetzt
jetzt mal was von der Bialetti. Und da habe ich wieder die Pads von der Kaffeemaschine. Da habe ich mir schon zwei hineingegeben. Restlichen habe ich natürlich mit dabei noch. Und ja, naja. Freue ich mich schon drauf. Ah, die sind schon extrem feucht geworden. Das merkt man natürlich. Ja. Diesmal stelle ich gleich mein Gitter drüber. Habe ich ja wieder mit dabei. So, und jetzt warten wir. Jawohl, der ist fertig. So, und ich habe in der Zwischenzeit noch einmal kurz den Drang hier umgebaut und habe den weiter oben hingesetzt, damit die Wärme etwas effektiver ist. Ja, und jetzt gibt es einmal ein lecker Käffchen, Freunde. Jawohl. Endlich wieder ein Käffchen von der Bialetti. Das ist es. In diesem Sinne kann ich nun wieder Prost an alle daheimgebliebenen und die nicht ganz gesund sind. Und ja, einfach an alle. Prost. Ja, es wird kühler, sobald die Sonne weg ist. Wird es natürlich kühl. Wir haben jetzt 18.30 Uhr und ja, machen wir es jetzt ganz einfach noch ein bisschen gemütlich. Schade, dass ich kein Lagerfeuer habe. Die Stimmung ist natürlich nicht so wie mit einem Feuerchen. Ja, was soll's. Man kann nicht alles haben. Wieder das DD-Tab, normal abgespannt als normales Frame quasi. Und als Unterlegsmatte verwende ich wieder den Ösi Poncho, der passt hier eigentlich optimal dazu. Dann natürlich wieder meine Exped Synmat. Dann natürlich wieder meine Schutzmatte drüber. Ich habe diesmal den Sommerschlafsack dabei. Ja, wird ein Test. Und dann habe ich auch noch ein bisschen umgebaut, und zwar zeige ich das gleich mal näher. Und zwar habe ich hier von Bastian so einen Notfall-Biwaksack. Den kann man eigentlich über sich drüber stülpen, da hat man zwei Zip zum Aufmachen, zum Durchschauen. Und ich habe den heute etwas zerschnitten, weil hinein passt man sowieso nicht, der hat gerade mal 1,70 in der Länge, habe den zerschnitten, neu zusammengenäht und habe mir den jetzt einmal ein bisschen als Unterlage genommen. Habe heute, wie gesagt, den Sommerschlafsack dabei, habe noch eine kleine Fließdecke und dann noch einmal den Biwaksack oben drüber quasi zum Zudecken und werden wir mal schauen, ob sich das heute ausgeht oder wo ich friere. Ich habe auf alle Fälle noch einen dicken Pullover mit dabei und ja, ich hoffe, dass ich das durchhalte. Hier kann man schön sehen, wie sich der Reif schon aufs Tab gelegt hat. Na, hier habe ich schon mal alles weggeräumt, damit es nicht so feucht wird, habe alles beim Lager zugedeckt. Ja, ein leckeres Feuerchen wäre jetzt natürlich das Optimale. Schade.
lang genug Geduld hat, dann funktioniert das auch super. Ja, Freunde, jetzt haben wir schon andere Stimmung. Mit einem Feuerchen ist natürlich alles viel gemütlicher. So ein Lagerfeuer kann halt nichts anderes ersetzen. Ja, in der Zwischenzeit ist es 10 geworden. Ich habe noch mal 2 Holzscheite draufgelegt. Wie gesagt, 2 Stücke habe ich noch mal aufgelegt, die habe ich noch gefunden. Und jetzt lassen wir es dann gut sein. Wir haben jetzt 11:15 und jetzt geht es dann schön langsam in die Falle. Ja, dann gehen wir schön langsam in die Kuhle. Ja, Freunde, es ist jetzt 11:45. Ich liege in meinem Schlafsack. Sehr gemütlich, angenehm warm. Ja, jetzt werde ich meine Äuglein schließen und dann sehen wir uns morgen in der Früh wieder. Höchstens kommt in der Nacht was dazwischen. Aber in dem Sinn, gute Nacht, Freunde. Guten Morgen, Leute. Ja, die Nacht ist vorbei. Wir haben jetzt 7:00. 7:30 geht die Sonne auf. Ich bin hier im dicksten Nebel, das zeige ich euch gleich. Und ich werde gleich aufstehen, frühstücken, denn ich versuche noch wegzukommen, bevor der Regen beginnt. Ja, kleines Fazit, der Biwaksack hatte ich nach einer Stunde wieder weggeben müssen. Kondenswasser ohne Ende. Habe ich gerade noch abgefangen, bevor der Schlafsack nass wurde. Der Sommerschlafsack hat durchgehalten mit dem Pullover, also das war erträglich, ich habe nicht gefroren. Ja. In diesem Sinne stehen wir jetzt einmal auf. Ja. Ja, und hier der Ausblick von meinem Tab Richtung Feuerstelle in die Nebelwand. Herrlich. Ja, es ist frisch. Und jetzt brauchen wir mal ein ordentliches Frühstück. Und da gibt es heute wieder ein bisschen einen Speckwürfel angebrutzelt. Und dann gibt es auch noch 4 Eier. Das wird was Gepflegtes. Jo, jetzt brauchen wir natürlich auch einmal ein Käfchen. Denn ohne den geht einmal gar nichts. Das Pfändchen werden wir jetzt auch gleich herrichten und dann gleich starten können. Ja, für die Eier habe ich mir bei Amazon 2 solche Boxen bestellt und da ist auch noch so ein kleiner Gewürzspender dabei. Den einen habe ich mit Pfeffer befüllt und den anderen mit Salz. Einfach nur herrlich. So. Ja, dann nochmal Prost, Freunde, und guten Morgen. Ja, haha, da beschlagen wir gleich die Brille. Herrlich. Ja, mein Frühstückspfännchen ist fertig.
natürlich noch ein bisschen würzen. Ich habe hier noch so eine Spezialmischung. Ja, und jetzt lassen wir sich's einmal schmecken. Herrlich. Das weckt natürlich die Lebensgeister ungemein. Käffchen dazu. Ja, alles weggeräumt, alles fertig gepackt. Passt. Ja, und jetzt geht's wieder nach Hause. Rucksack ist gepackt. Nasse Zeug habe ich gleich unten drauf gepackt. Und jetzt geht's schon langsam heim. Wir haben jetzt 8.40 Uhr, das Wetter hat durchgehalten. In dem Sinne kontrollieren wir noch vorne bei der Feuerstelle, wenn wir alles mit haben. Alles zusammengeräumt. Nichts liegen gelassen. Müll haben wir mit. Und jetzt gehen wir. Ja, hier die Blätter auch schon am Boden. Extrem herbstlich. Schön. Und hier noch einmal ein kleiner Ausblick auf den Berg. Und auf die Ortschaft. Und ja, es ist drüber, aber das Wetter hat noch durchgehalten. Ja, Freunde, das war's mal wieder. Der Overnight ist vorbei. Da hinter mir wartet schon die Droschke. Ich sage wie immer, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen. Und man sieht sich. Und Servus die Malen und pfiat euch die